Schön, ne? Sehr gut, Treutest bestanden. Okay, let's go. Oh. Wir haben das letzte Woche schon vorgelesen. Ich würde aber einfach sagen, wir lesen es nochmal vor. Ich war der Kotelettenboy. Ja, ganz kurz allerdings, bevor du anfängst vorzulesen. Ich bin gleich auf der linken Seite, spiele Vincent Moretti. Deswegen ist meine Kamera oben rechts, damit man quasi das, was, weil das ist mit Splitscreen, werdet ihr gleich sehen, damit ihr quasi das, was auf meiner Seite passiert, logischerweise am besten sehen könnt. Also nicht verwirrt sein, quasi der links spielt, hat die Kamera auf der rechten Seite und andersrum. Weil bei Sigi ist die Cam auf der linken Seite, aus den gleichen Gründen, damit man halt bei ihm sieht, was er macht, falls irgendwas verdeckt wird oder so. Nur damit du Bescheid bist. Korrekt. Fängst du wieder an? Okay, Vincent Moretti und El Trazzo. Doch, so, dankeschön für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknülzen. Vielen Dank. Ja, ich bin 43. Ach, was siehst du davor? Ich bin 43. und ich habe betrogen, unterschlagen und gemordet. Fitz Batman. Ich saß 14 Jahre dafür übrigens. Meine Persönlichkeit, ich bin rational, diszipliniert und zurückhaltend. Gleichen Witz wie letzte Woche, also quasi genau wie der echte Chris. Nicht. Vorgeschichte. Also ich meinte jetzt nur die Persönlichkeit vor allem, ne? Vorgeschichte. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Banksektor an. Und sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Da hast du ja was auf dem Kerbholz. Jetzt bist du dran. Aber jetzt zurückhalten passt echt gut bei dir. Voll zurückhalten. Okay. Und du bist 43, das hast du so schön oft betont. Ich bin nur 36 und heiße Leo Caruso. Was habe ich so getan? Bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl. Strafmaß, 8 Jahre Haft, davon 6 Monate verbüßt. Was habe ich für den Rest getan? Persönlichkeit, selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Und Vorgeschichte, Leo wuchs in einem Waisenhaus auf und schlug schon früher eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. Also hat meine Familie auch irgendwas verbogen oder was? Anscheinend, aber Antoron hat subscribed und deswegen vielen Dank und willkommen bei den Glücksknilzen. So Leute, so weit waren wir letzte Woche schon mal. Wir drücken jetzt Start. Bist du bereit, Sigi? Beziehungsweise, hör mal ganz kurz. Ich drück X. Ja, warte mal. Ja? Warte mal kurz. Hör mal ganz genau hin, sind wir kurz still. Guck mal, siehst du meinen Control und das Bereit-Fragezeichen? Guck mal dahin, bei mir. Warte. Moment. Ich habe nämlich gerade alles so streichelt. Jetzt werden gleich wieder irgendwelche Sachen, die überlappt sind, wieder ganz woanders sein. Einen Moment. Müsste unten links bei dir sein, einfach der Controller, wo bereit steht, Fragezeichen. Siehst du das? Dein Lichtschumaro-Ding da. Genau, jetzt Achtung, mal hin, komm hin. Ich dachte, du meinst aus dem Stream. Okay. Perfekt. Ich dachte, irgendwas da im Video. Nee, einfach nichts Besonderes. Das hat sich einfach alles umgestellt für so eine Scheiße, ey. Jetzt habe ich alles verrückt, ey. Mann! Mann, ey! Wie kann man so ein Unglück haben? Lux, der Klink. 2015 oder 2014 war das? 14, glaube ich. Ich glaube, die Technik wird mitmachen. Und ich glaube, es wird alles passen. Bitte. Wird geladen. Also wir haben es zweimal getestet. In den letzten Tagen. Einmal zu zweit und einmal alleine. Ah. Okay, gut, die Cutscene kam jetzt irgendwie nicht. Aber egal, die kennen wir eh schon. Und seht ihr das, halt Leute? Echt, die Cutscene kam nicht. Es ist flüssig, Leute. Und ich sehe gerade bei OBS, es sieht genauso aus, wie es auf meinem Bild aussieht. Es ist perfekt flüssig. Ich probier's auch aus. Ich glaube, es sollte bei mir auch passen. Ja, es sieht gut aus. Es sieht hervorragend aus. Bitte einmal einen Klapper für die Flüssigkeit. Oh, ich mach mit. Ohne Smiley. Okay. Bei dir klingt's falsch. Wollen wir starten? Let's go. Okay. Ich soll aus dem scheiß Bus raus.
sagt er mir. Endlich gehst du mal aus diesem Bus raus. Ja, endlich gehe ich aus diesem Bus raus. Wie oft er dir gesagt hat, get off the bus. Get off the bus. Und ich so, ich kann nicht. Also. Ja, ja, ich gehe ja schon so schnell ich kann. Alter, bei dir wird sich heftig geprügelt erstmal. Ja, oh, das ist ja cool. Bei mir ist gerade das Bild total klein, weil bei mir einfach alles irrelevant. Oh, shit. Ah, okay. Ich guck gerade mehr bei dir als bei mir. Ich glaube, das ist beabsichtigt, dass man jetzt den Fokus hier drauf legen soll. Gut, dass ich meine Cam rechts habe. Huch. Hey, are you okay? What do you want? Ja. Stay strong. Shit, dude. You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. I fuck them up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Alright. Ich nehme an, das, was bei mir gerade war, es bei dir leise gewesen. Oh my god, man. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Jetzt bist du doch wieder lauter geworden. Also die Konversationen blockieren sich nicht gegenseitig. Das ist ja nicht schlecht. Mhm. Ja, endlich mal aus dem Bus raus. Ist die Lautstärke eigentlich okay für euch, liebe Freunde danach? Genau. Oder soll ich das ein bisschen lauter machen? Bei mir ist auch jetzt noch etwas leise. Ich glaube auch, dass es ein bisschen... Ich glaube, ich könnte ein bisschen... Oder machen. Ach, Buffer, ja, gut, Moment. Das ist aber, sind aber die Bitrate. Kannst du, während der Stream läuft, ja, die Bitrate bearbeiten? Ja. Ja. Habe ich vergessen umzustellen. Ich habe gestern noch was ausprobiert. Dann laufe ich so lange hier so schön rum. So. Also, ist die Ähnlichkeit gegeben? Ich mache mir ja, etwas lauter. Wie es auf 60 ist. Weil ich denke mal, dass die Zuschauer ja bei dir gucken und mit dem Ton an. Und wer den Multi-Twitch guckt, hat logischerweise dann beim einen ja stumm. Da muss ich nichts anpassen. Was machst du mit den Leuten, die bei dir gucken? Das kannst du nicht bringen, Sigi! Ihr hört's doch. Ihr hört mich gut, ne? Ja. Und den Stream? Bestimmt. Ja, die Nase ist hübsch, ne? Ja. Okay, dann weiter Progress. Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Mein auch. Really? Mine too. So ich soll mich verpissen, sagt er. Yeah, twice. For breakfast. Really? Of course not. Who do you take me for? Nö. Verarscht. Arms up, stand still. Ich lass mich so lange befummeln, während du da noch. You're clear. Mach das. Tja. Kann ich jetzt wieder zurück? Nö. Ha! Kann ich den boxen, den Typen hier? Oh, ich kann ranzoomen, guck mal. Mit L? Okay. Ja. Okay. Voll ausgecheckt. Okay. Wenn das dann passt, wunderbar. Oh, kann ich mich setzen? So, läuft es gerade wieder oder muss ich noch niedriger gehen? Mein OBS hat, sagt mir noch übelsten Frameverlust an gerade. Ich glaube, ich starte mal einfach den Stream nur eben eventuell gegebenenfalls. Ah. Aber erstmal warte ich aufs Feedback. Alter, ist ja gut. Das, well, that escalated quickly. Voll aggressiv, ich wollte gerade sagen, ey. Ich bin nicht so aggressiv gleich. Hey, God. In welchem Zeitraum spielt das eigentlich? Ist das Neuzeit oder beziehungsweise aktuell halt? Das ist Mittelalter. Ah, okay. Spacken. Verdammtes Arschloch stand da gerade bei dir, hast gesehen? Oh, ich gucke jetzt bei dir zu. So einen Körper habe ich übrigens auch, Leute. Bestätige. Okay.
Kann die Kamera sogar drehen. Oh, wie weit? Oh, nicht weit genug. Da war doch. Ich kann nichts tun. Achso, ich muss wachen. Oh, ich würde schon wieder begrüßen. Ich glaube, ich muss das Spiel mal auf 18 stellen. Eben, den Stream. Das habe ich nämlich vergessen. Warte mal. Das Spiel ist ab 18? Das Spiel ist ab 18, ja. Habe ich gerade realisiert. Ich mache das mal kurz. Oh, warte, ich guck dir noch zu. Oder auch nicht. Das ist too much, Mann. Das ist too much einfach. Wo kannst du das denn einstellen, dass das Stream gerade ab 18 ist? Das ist in den Einstellungen. Im Profil. Einstellungen? Schauen wir mal. Beziehungsweise Kanal und Videos. And this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard a man. Move out. We don't have all day. Go. Wo war Einstellungen genau? So, Einstellung, Kanal und Videos und dann Inhalt für Erwachsene. So, jetzt ist der Stream ab 18, jetzt dürft ihr nicht mehr zugucken. Also, die jünger sind. So. Kanal und Videos, ja. Und dann? Und dann steht da halt irgendwo unten Inhalt für Erwachsene. Chat regeln, die Bestätigung links blockieren, Automod, Verzögerung nicht. Mod-Chat. Richtig saftiger Booty. Ich bin ja dabei, Mann. Nö. Wie der mich flamed. Bei Kanal und Videos finde ich das nicht. Ah, jetzt. Warum ist es davon nicht da gewesen? Mariennen 31, danke für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen Dank. Hast du es gefunden jetzt? Der Beweggrund für den Sub. Soll es noch ein bisschen noch lauter, habe ich das richtig gehört? Ah, hier ist meine Zelle. Ja, aber ja, mein Gott. Sehr Block B. Ja, ach so, was kann ich nicht Schönes machen? Close up 49. So viele bisher sinnfreie Tätigkeiten. Du scheinst schon ein bisschen länger zu sitzen als ich. So, jetzt alles wieder gut. Ach, ich wurde für 8 Jahre ja vielleicht eingebuchtet und habe davon gerade mal 6 abgesessen. Vielleicht war das so gemeint? Wie unschuldig, Chris ist. Viele würden versuchen, Blicke zu erhaschen. Nee, aber ich streame das gerade. Geil, ich kann mich hinsetzen. What's up with you? Meditation, man. What the hell is that? It'll set you free. Gut, hinsetzen, nicht so spannend. Claire, you don't look free to me, man. Lass mal esoterik Gegner spielen. Kann ich aus Toilette gehen? Bestimmt. Meine Spülung funktioniert nicht. Nah, not my thing. Good luck with your freedom in there. Peace, man. Der transzendiert halt einfach heftig. Der Typ bei dir. Das ist der nächste Senjata-Main. Hey Leo, so. Das sieht aus wie ein Schmuggler. Ich hab Scheiß aus Papier. Nee. Kann ich das da oben auch nehmen? Ich frage mich, ob du mein neuer Nachbar bist. Ob hey, dann bin ich ja der religiöse Typ, oder was? Mein Charakter ist auf jeden Fall nicht gläubig, weil der hat. Oh. Oh ja, ich konzentriere jetzt. Ah, in der Szene bist du aber noch nicht. Ich sehe gerade auch nur dich. Okay. Wir sind Zellennachbarn. Ich bin 49. Ach so, Zellennachbarn, ach so. Oh, ich dachte, wir teilen uns. Aber meiner hat gerade jedenfalls den Kopf geschüttelt, als er das Kreuz in die Hand genommen hat. Das heißt, er hat wahrscheinlich schlechte Erfahrungen oder hat einfach keinen Bock. Ach, schön, Leute. Und es läuft flüssig, ne? Das ist das Beste daran. Ist es denn laut genug mittlerweile? Oder soll ich noch lauter machen? Hey Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah. Das ist so mein Sekretär, glaube ich. Der Typ. Der sagt mir, hey, neuer Nachbar, hey, du sollst mit dem reden. Ey, ich lebe wieder. Da sind wir doch bestimmt am selben Ort gerade.
interessante Punkte in der Nähe finden. Erstmal auf dem. Er ist von so einem Typen gezeigt. Was soll das? Will das Spiel mich trollen? Ach, ich kann rennen, wenn ich L3 drücke. Hui! Ah, cool. Ey, Sigi, ich halte es mir aus. Ich will dich jetzt finden. Okay, wir. Du bist garantiert hier irgendwo. Kann ich irgendwie mal boxen oder so? Kann ich eine Schlägerei anfangen? Was steht heute an? Mach mal Bier. Auf geht's. Alter, du gibst eine Schlägerei, ich misch mich ein. Alter, was macht ihr? Ich mach mich schön für dich. Du hast nicht viel verpasst, Danny. Ich mach mich gerade schön für Chris. So. Was mach ich jetzt? Nicht genug, Leo? Krieg ich eine Trophy oder sowas, wenn ich da jetzt... So, auf geht's. Ich kann ihn nicht schlagen, Leute. Ich kann keine Rauferei anfangen im Knast. Hallo, Nagato. Kann ich den hier runterschubsen vom Geländer? Ich will den vom Geländer. Ich glaube, ich bin da oben. Ach, redest du gerade mit meiner Sekretärin schon wieder? Nee, ich rede gerade mit irgendeinem anderen Typen. Okay, war ja mein Sekretär. Der sitzt auf jeden Fall rum. Was passiert hier gerade Schönes? Alter, wenn ich Ladies sehe, soll ich ihm Bescheid sagen? Ah, der Klassenclown. Except clowns are supposed to be funny. Well, how come I'm not laughing? Alter, mein Typ ist halt mega im Fun-Genier-Modus. Ich schau mal auf meine Seite. Ich sehe schon bei dir gibt's auch gleich Schlägerei. Ich will gar. Will ich wirklich mit den Reden? Ich such dich jetzt. Ich such dich jetzt einfach, wie ich noch niemanden gesucht habe. Helft mir mal darüber, dude. What do you want, new fish? Nothing. Just checking the place out. Ja. Go and check someplace else. Nice to meet you too. Warum hassen mich eigentlich alle? Ich glaube, ich ziehe das einfach an. Der Typ ist einfach quasi das Gegenteil von mir. Mich lieben alle. Es wird Zeit für Space Jam. Wir gehen jetzt zum Basketballfeld. Ja, ich bin hier beim Basketball. Da, warte! Oh shit, helft dir. Also glaube ich. Time to play. Boah. Ah, der will mir auch nur was einrenken, bestimmt. Okay. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Was wir mit dem Geld machen, wenn der ist da drin? Der Schmuck. Keine Ahnung, sich freikaufen. Box den weg, Mann. Ich sehe dich übrigens gerade. Ich stehe direkt vor dir. Ah, verstehe. Danke, Nikkei. Danke, Nagato, für 7 Monate Treue. Idiot, komm mal. Okay. Oh, shit. Gibt er mir Events oder so? Boah! Chris, du musst drücken, oder? Ja. Ja, ich mach das gerade. Ich hab den heftig rasiert. Oh, auf geht's, Chris. Ah! Ich kann nicht so schnell warten. Ah! Oh! Du musst die Szene mitmachen. Oh ja, gleich. Ich find's krass, wie das Spiel es schafft, quasi. Ne, das bist du jetzt, ne? Ja. Wie es das Spiel es schafft, quasi unser, wie wir uns kennengelernt haben, 1-2-1 einzufangen. Ja, halt echt? Stimmt. Genau, wie weißt du auch damals? Der hat eine Erinnerung gemacht. Wir spielen gerade Doubles. Wir spielen aber Doubles! Wie damals aus dem Vlog. Erster, nee, Smash-Vlog. Boah, ich geb dem so heftig. Jetzt bin ich aber, ich will jetzt auch nur so... Ja, genau, zuschlagen. Oh, da hab ich öfters drin. Komm, du kannst mehrmals, ja, drück ein. Das hab ich auch gerade gemacht. Ja, den kriegt er. Zack. Alter, wie dumm er ist, da voll daneben. Bam, der Bitch, der, boah, linke, zack, und dann mit dem Fuß in mein Gesicht. Oh. Junge, was willst du, mal? Pass mal auf, was du machst. Zack. Zack. Deine Schlagze. Das sind die Dance-Moves. Zack, bam, und dann noch mit dem Füßen. Und jetzt reichst du zu mir rüber? Mitgegeben. Jawoll. Also, das Zeitfenster ist sehr, sehr tolerant. Ja, schon. Da kenne ich auch andere Spiele, siehe Heavy Rain. Ja. Ja. Hier, reagier mal, was? Das ist Smash 5, das ist richtig. Ja. Ein Teaser. Die beiden kommen rein als neue Charaktere. Das ist quasi der Charakter-Trailer. Ja, die haben heftig rasiert, die Typen, oder? Also. Und natürlich kriegen wir jetzt den Arsch voll dafür. Nein, der will uns ins Gefängnis stecken, wenn wir so weitermachen. Jetzt weiß ich, warum bist du in der Nase. Stay the hell away from me, okay? Hat er damals auch zu mir gesagt.
Ich war damals immer so schüchtern zu dir, das weiß ich noch. Stay the hell away from me. Richtig. Weißt du? Und als ich den mit den beiden Krallen fertig gemacht habe, dann habe ich da noch reingetreten. Ich hau ihm selber eine rein. Ja, das mache ich. Ich hau ihm selber eine rein. Und deinen Freunden auch. Oh. Here you go. Smash 5 nur noch mit Quicktime Events. Boah, low texture essen. Dankeschön, Mann. Next. Das wäre mal ein richtig geiles Restaurant, wo du einfach low texture essen bestellen kannst. Ja, die Minecraft-Bude würde ich es nennen. Okay, okay. Let's play Kantine. So, ich hab mein Essen schon, wenn mir das einer von den... Alter, wenn ich sag dir, wenn ich mich an den Tisch weg hier setze, ist mein Essen ganz schnell weg. Hey, is someone talking? No? Wer? Lass mich einfach essen, okay? Lass mich einfach essen. Die sind alle auf Krawall aus hier. Oh, Chris, was soll ich bloß machen? Oh. Ich weiß nicht, aber ich gönn mir jetzt erstmal... Ihr Gehör verbessern oder Gewalt anwenden, das ging beides sogar Land. Gehör verbessern klingt großartig. Aber ja, ich überlasse das Ganze dir, ich fress so lange ein bisschen Essen. Oh ja, lass dir die Textur schmecken, Mann. Geil. Ja, genau. Don't fuck with me when I'm hungry. Ja, ist der klasse. Der war geslappt, aber richtig weg. Guck mal, jetzt sind sie so da. Ist ja klasse. Einfach fertig gemacht, so. Der Vickers gönnt sich noch seine Ausbildung. Ich frage mich... Aber den muss ich auch mal wieder sehen. Ich frage mich, ob mein Essen jemals leer ist. Jetzt will ich aber auch mal eine Textur. Was denkst du, das ist? Ein goddamn Restaurant? Hey, you, here I come. Oh Gott. Darf ich trotzdem auf erst geht's. Zu Ende essen? Ich will weiter essen. Du schaffst das schon alleine, oder nicht? Okay, ich helfe dir. Warte, ich muss bestimmt was schnell drücken, ja. Tipp hin. Ich helfe dir schon. Guck mal, da bin ich. Gehör wurde erfolgreich verbessert. Hab ich schon. Du hast das Ding voll auf mich geworfen, Mann. Jawoll. Boah. Oh, shit. Okay. Oh. Dass sie das da... Dass sie das so zulassen, wundert mich. Also, ist das so, ja? Zurückziehen? Ja, ich zieh mich zurück. Es hat nicht geklappt, Mann. Einfach nur irgendwie so einen Scheiß werfen. Jetzt sitze ich in der Falle. Fuck you, man. So, ich hab dich beleidigt. Alter, was hat der für einen harten Kopf? Das ist eine Verhefe, die Pfanne in den Schädel. Also, meiner scheint ein bisschen schmächtiger zu sein. Mann, die ganze Zeit für komische Gesten. So. Wie in der Schulmensa. Ich verbessere euer aller Gehör. Das sind Wachen, oder? Das sind richtig geschulte Muskelprotze. Oh shit, Alter. Oh je. Damn. Chris, das ist mehr so. Es wird einem schon ungemütlich, wenn man das sieht. Das esse ich jetzt nicht mehr dort. Ich esse jetzt woanders. Es gibt eine 1-Stern-Bewertung. Das Restaurant. Erstmal auf Google Restaurant-Bewertung. Und das sieht doch ganz nett aus eigentlich. Oh, jo. Just be careful. Wache. Ja, das war aber nicht deren bester Kämpfer. Just lay down and rest for a while. Yeah, thanks.